Ja, Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, 6 konservative Jahrhunderte erlauben es 2 Generationen, liberal zu sein, ohne Unfug anzurichten. Dieses Wort von Armin Mohler passt hervorragend, ja, jetzt scheinen Sie, passt hervorragend auf unsere Zeit und insbesondere auf unser Bildungssystem. Die 2 Generationen seit 1968 sind vorbei, die Substanz, die in den Jahrhunderten davor aufgebaut wurde, ist aufgezehrt. Und jetzt kommt nur noch Unfug, und davon legen nicht zuletzt die Debattenbeiträge hier Zeugnis ab. Die Argumentation, diese rein formale Argumentation, wir seien ja rückwärtsgewandt, die beeindruckt mich überhaupt nicht. Denn wir sehen auf dem Gebiet der Pädagogik, so ist es mein Eindruck, in den letzten Jahrzehnten keinen Fortschritt, sondern einen Rückschritt. Die neueren Methoden der Pädagogik sind Ausdruck kultureller Dekadenz. Und wenn man auf einen Abgrund zumarschiert, dann ist es doch das Vernünftigste, einmal innezuhalten und zurückzuschauen und sich an den bewährten Methoden zu orientieren. Und nein, Frau Lüdemann, ich diskreditiere nicht die Kindertagesstätten und nicht die Erzieherinnen. Ich diskreditiere dieses Programm, das im Übrigen auch bei vielen Erzieherinnen, mit denen ich schon Gelegenheit hatte, mich zu unterhalten, unter anderem in Bad Dürrenberg bei einer Diskussion, da war auch die Ministerin da, beliebt ist wie Fußpilz, ja? Also verlassen sich dann im Zweifel, und deshalb, die Kita heutzutage ist gut, wo sie sich nicht an dieses Programm hält. Im Zweifel verlassen sie sich nämlich auf ihren Gefühl und ihren gesunden Menschenverstand, und dann wird die Erziehung auch gut. Ich diskreditiere also dieses Programm und nicht die Erzieherin. Aber da wissen Sie, dass die Grünen dieses Programm bis aufs Messer verteidigen, das war mir klar. Die Autorin dieses Programms ist schließlich, hört, hört, eine Vertrauensdozentin der Heinrich-Böll-Stiftung, ist also eine Grüne. Und dieses gesamte Programm ist auch zu 100% von grünem Ungeist durchwirkt. Gut, das Schlimme daran ist, wir sehen es ja an Kenia, dass im Grunde dass die Grünen sind sozusagen der kleinste Rad am Wagen, der Wurmfortsatz dieser Koalition, bestimmen aber 100% der Politik, und das sieht man an diesem Programm am allerbesten. Und etwas enttäuscht hat mich aber doch die Ablehnung der Linken. Denn sie kritisieren diesen Antrag wieder als rückwärtsgewandt, und das war alles wiederum formal und substanzlos. Dabei machen sie sich überhaupt keine Gedanken, wie wir den Verfall unseres Bildungssystems aufhalten können. Alles, was sie können, alles, was ihnen einfällt, ist doch mehr Personal zu fordern. Und das ist erbärmlich und offenbart die ganze Beschränktheit ihres Horizonts. Sie haben nicht den geringsten pädagogischen Gestaltungswillen. Mehr Personal nützt uns gar nichts, wenn wir keinen grundlegenden Mentalitätswandel in unserem Bildungswesen anstoßen. Und wir wollen ihn anstoßen. Und ich fände es gut, wenn die CDU so ihre konservativen Restbestände entdecken würde und an die gute Bildungspolitik, die sie vor Jahrzehnten einst vertreten hat, wieder anknüpfen würde. Die Zustimmung zu unserem Antrag wäre ein erster Schritt.